Trinksystem, Softflask oder Edelstahlflasche? Wie transportierst du am Berg am besten dein Wasser? Wenn du draußen unterwegs bist, dann ist gut hydriert sein einfach unglaublich wichtig. Die Frage ist dann, wo transportierst du dein Wasser am besten mit? Es gibt natürlich viele Möglichkeiten und ein paar davon will ich dir mal zeigen und noch ein bisschen drauf eingehen, wo die Vor- und die Nachteile davon liegen. Die leichtesten Varianten sind natürlich immer Varianten aus einem Kunststoff, wie jetzt so eine Softflask. Die wiegt fast gar nichts und der Vorteil ist natürlich, wenn du sie leer trinkst, dann wird die wunderbar klein. Nicht mal faustgroß. Du kannst sie super irgendwo reinstecken und hast dadurch einfach auch viel Platz im Rucksack gespart. Bei einem Trinksystem ist natürlich der ganz große Vorteil, dass viel reingeht und das Trinksystem ist im Rucksack direkt hinten, meistens genau am Rücken, aufgehoben. Dadurch ist der Schwerpunkt sehr schön nah an dich rangelagert und du fühlst das Gewicht nicht so extrem. Bei so einem Trinksystem ist es auch, trinkst du es leer, wird es immer kleiner und nimmt dadurch auch wieder weniger Platz im Rucksack weg, ist ein super gutes Grundreservoir für dein Trinken. Weitere Möglichkeiten, wenn du nicht so sehr auf die Plastikvarianten stehst, eventuell auch, weil du ein bisschen Angst hast vor einem leicht plastikhaften Geschmack im Wasser, sind natürlich Trinkflaschen aus Edelstahl. Die gibt es normal oder in der isolierten Variante. Die isolierten Varianten haben so eine doppelwändige Konstruktion. Dadurch bleibt einfach das, was du drin hast, länger warm oder länger kühl. Was sind jetzt eigentlich genau die Vor- und Nachteile davon? Wie gesagt, hierbei ist auf jeden Fall schon mal der Riesenvorteil das Gewicht. Ein Nachteil kann sein, dass du eventuell einen leicht synthetischen Geschmack im Wasser mit dabei hast. Wobei, da muss man sagen, da hat sich sehr viel getan. Die neueren Softflask- und Trinksysteme sind viel, viel, viel geschmacksneutraler, als das früher noch der Fall war. Bei einem Trinksystem, ich bin gern mit einem Trinksystem unterwegs. Ich habe gerne im Trinksystem mein Wasser so als Grundversorgung mit dabei. Ein Stück der Nachteil ist, dadurch, dass es im Rucksack ist, habe ich unterwegs, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie viel ich schon weggetrunken habe und wie viel noch drin ist. Das macht es mir ein bisschen schwer, das Wasser richtig zu portionieren. Deswegen habe ich gerne die Kombination aus einem Trinksystem, so als Grundversorgung, und vielleicht noch ein, zwei Softflasks, die ich so mit dabei habe, die ich unterwegs auch schnell nachfüllen kann, damit ich da dann auch immer wieder, wenn ich auf eine Wasserquelle treffe, die Möglichkeit habe, mir frisches Wasser zu holen. Denn ein Stück, ein Nachteil von einem Trinksystem ist auch, wenn das im Rucksack drin ist und der Rucksack ist voll gepackt. Du trinkst das Trinksystem leer und dann nimmst du es raus aus dem Rucksack. Dazu kann man meistens den Schlauch abklicken. Füllst das ganze Teil wieder auf. Und dann versuchst du es wieder vollgepackt in den Rucksack reinzuschieben. Das ist ganz schönes Gefrickel, denn das ganze Volumen im Rucksack ist in sich zusammengesunken und hat jetzt quasi den Platz von der Trinkblase eingenommen. Also die Trinkblase in einem vollen Rucksack, wieder eine volle Trinkblase reinzupacken, ist nicht immer so ganz leicht. Was viele immer ganz gerne als Nachteil von so einer Trinkblase angesehen haben, ist die Reinigung. Wobei auch hier muss man sagen, bei modernen Trinkblasen, die kann man komplett auf links drehen. Das heißt, A, kann man die dann sehr gut von innen her dann auswaschen und zum Trocknen irgendwo hinhängen. Und bei dem Schlauch, da gibt es Reinigungsbürsten, aber es reicht im Grunde genommen auch, dann das Wasser rauszupusten und den Schlauch zum Trocknen dann aufzuhängen. Nur wenn man dann sieht, dass im Schlauch vielleicht Verunreinigung drin ist, lohnt es da mal mit der Bürste reinzugehen. Bevor ich bei der Reinigung zu sehr ins Detail gehe, schau doch mal bei unserer Waschzeit rein. Da erklärt dir der Fabi, wie du deine Trinkblase richtig sauber bekommst. Klein Tipp für alle, die die Trinkblase gerne mögen. Wenn ihr unterwegs seid und es ist richtig, richtig heiß, puste das Wasser unterwegs, das im Schlauch ist, immer wieder in die Trinkblase zurück. Denn wenn es heiß ist, dann wollt ihr ein bisschen was Frisches trinken, aber das Wasser im Schlauch
erhitzt sich unheimlich. Und wenn dein erster Schluck gleich die warme Brühe ist, es macht keinen Spaß. Genauso, wenn du im Winter unterwegs bist, puste das Wasser zurück, denn im Schlauch gefriert das Wasser am schnellsten. Und wenn du es wieder zurückpustest, alleine durch die Körperwärme, wird letztlich dann das Wasser in der Trinkblase häufig warm genug gehalten, damit es eben nicht im Rucksack gefriert. Auf der anderen Seite, es ist bullenheiß und du willst gerne länger frisches Wasser haben. Auch ein kleiner Tipp, schmeiß einfach ein paar Eiswürfel in der Früh mit rein. Auf die Art und Weise hast du auch länger frischeres, kühles Wasser. Wenn du mit der Edelstahl isolierten Variante unterwegs bist, auch da kannst du einen Eiswürfel reinschmeißen. Aber im Grunde genommen, so eine Flasche, die schafft es tatsächlich, das kalte Wasser über wirklich mehrere Stunden, teilweise einen halben Tag bis einen Tag, kühl zu halten. Und wenn du was Warmes reinpackst, dir einen warmen Tee reinpackst, bleibt auch ungefähr die gleiche Zeitdauer noch schön warm zum Trinken. Die Edelstahlflaschen, die haben meistens mittlerweile auch eine große breite Öffnung, damit du gut reinkommst. Zum Ausspülen kannst du problemlos in die Spülmaschine packen. Und das Edelstahl ist eh an sich ein sehr hygienisches, cleanes, lebensmittelneutrales Material. Und insofern ist die Reinigung da eh auch kein Problem. Jetzt weißt du, wie du dein Wasser bestmöglich transportierst, aber woher du dein Wasser bekommst, das schauen wir uns im nächsten Video an, denn da gebe ich dir einen Überblick über verschiedene Wasserfilter und wie du damit sauber dein Wasser quasi aus jedem Bach und jedem Flüsschen rausbekommst.